Hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Video von mir. Beziehungsweise wahrscheinlich wird das eher eine Videoreihe. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das genau aufteilen will. Man wird es sehen. Ich baue mir ein kleines Haus auf Malz. Genau. Da es auf Hopfen ja eindeutig einfach zu viele Spieler hat, dachte ich, ich gehe doch auf Malz. Seht doch jetzt, momentan sind 6 Leute online. Wenn wir rübergehen auf Hopfen, dann sind einfach mal 26 Leute. Und das ist jetzt irgendwie am Morgen früh. Ja, da habe ich mir gedacht, ich baue mir ein Häuschen auf Malz. Ist doch ein schöner Server hier, oder? Für mein neues Haus brauche ich diese wunderschöne Farm. Ich zeige euch schnell, wie die funktioniert. Ich habe sie ganz, ganz einfach gebaut. So. Und zwar habe ich hier einfach die Endstones in der Luft. Kann ich da die Chorusfrüchte abbauen und muss nicht alles einzeln einsammeln. Der größte Teil wird dann hier vorne reingeschwemmt, in die Trichter hinein. Und da kann ich mir das hier einsammeln. Genau. Dass ich aber überhaupt zuerst bauen kann, mussten wir ein ganzes 4er-GS aushüllen. Dazu hatte ich ein bisschen Hilfe vom Clan. Hier dürfen wir dann auch noch einen 4er-Plot aushüllen. Und ich bin bereits am Bauen. Ich möchte mir ein bisschen mit den Purpurblöcken ein Hochhaus bauen. Da seht ihr schon, ist alles schön ausgehüllt. Darunter habe ich auch noch Platz. Und ich habe bereits angefangen mit dem Bau. Die erste Eingangsetage werde ich wahrscheinlich einfach ein bisschen dekorieren oder so. Und vielleicht ein paar Shopkisten hinstellen. Hier habe ich auch schon die Beleuchtung installiert. Wenn du jetzt hier auf den Knopf drückst, dann schalten sich alle Lichter ein. Tada! Wunderschön, oder? Geil. Ja, und jetzt muss ich einfach Stock für Stock weiterbauen, weil ich will einiges hier reinbauen. Ich will ein paar Farmen hier reinbauen. Ich will Getränkeanlage hier reinbauen. Ich will Lager hier reinbauen. Mal schauen, was mir noch alles so einfällt. Ich möchte auch ein bisschen mit Redstone arbeiten. Das wird sicher lustig. Ich freue mich schon riesig drauf. Hier wird dann wahrscheinlich alles mit Glas zugeklustert. Wenn man hier eine ganze Schicht voll Glas rund um das Gebäude hat. Und da unten bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich mache. Aber sehr wahrscheinlich setze ich dann diese Choruspflanzen und züchte sie bis nach oben. Jo. Mehr gibt es dazu eigentlich jetzt noch nicht zu sagen. Ich finde auch schon das Licht hier geil. Tada! Ich werde auf jeden Fall in jeder Decke, beziehungsweise dieses Stockwerk, habe ich glaube 6 hoch. 1, 2, 3, 4, 6 hoch gemacht, genau. Und hier, wo ich dann Platz für die Technik will, 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Genau. Hier habe ich ganz einfach die Lampen angeschlossen. So habe ich. Das mache ich jetzt bei jedem Stockwerk. Also immer gleich hohes Stockwerk werde ich wahrscheinlich machen. Und dann noch die gleichen Decken stärken. Damit ich immer schön viel Platz habe für Technik.
Und dass das Haus auch ein bisschen hoch wird. Hier müssten wir noch Eingang fertig machen. Ups. Ah. Bauen, das kann ich. Ich kann super bauen. Ich kann so gut bauen. Ich bin so gut darin. Ich werde natürlich versuchen, euch immer wieder auf dem Laufenden zu halten. So oft es geht, ein Video dazu machen. Hier werde ich wahrscheinlich noch am Anfang leer lassen. Das richte ich ziemlich zum Schluss ein. Die erste Etage, das ist dann die hier, die ich richtig einrichten will. Hier möchte ich ja den Zaubertisch, die Öfen, was hat man denn noch alles so? Ich will Getränkeanlagen einbauen hier. Also das wird so meine Werkstatt. Ah, genau, eine Hühnerzüchtung will ich auch noch machen, dass ich mir Eier züchten kann. Und zusätzlich auch eine Hühnertötungsanlage. Ich habe ein paar Ideen, worauf ich Bock habe. Das wird lustig. Ich habe nur schon mega Freude an den Knopf. Die ganze Halle so beleuchtet wird. Geil. Ja. Beim Rand bin ich mir noch nicht sicher. Soll ich hier echt Echtzehlaternen lassen? Ich glaube schon. Sieht wahrscheinlich am besten aus. Ja. Sehr wahrscheinlich werde ich hier unten zumachen oder vielleicht noch ein Stock. Ja, ein Stock mache ich noch Fenster rein. Und danach werde ich keine Fenster mehr reinmachen hier. Und hier unten kommt ganz sicher eine Kaktusfarm rein, wo ich ein paar Öfen anschließen kann. Da kann ich dann grüne Farbe machen und XP sammeln. So. Das war es eigentlich schon zu meinem kleinen bescheidenen Häuschen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiterbauen. Wenn es wieder was zu zeigen gibt, dann werde ich sicher noch ein Video machen. Also, tschüss zusammen. Ciao, ciao.